Ich bin in die Schweiz gekommen, um Asyl zu erhalten. Ich wollte meine Familie in Sicherheit bringen. Ich hatte Angst, man würde mich nicht ausreisen lassen. Ich habe niemandem erzählt, dass ich ausreise. Nicht einmal Freunden. Ich treffe russische Kriegsgegner und Gegnerinnen in der Schweiz. Wie sie habe auch ich vor dem Krieg in Russland gelebt. Ich habe als Korrespondentin für das Schweizer Fernsehen gearbeitet. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist das für mich nicht mehr möglich. Die russischen Kriegsgegner in der Schweiz eint, dass sie nicht in den Krieg ziehen möchten. Ich möchte nicht sterben, ich möchte nicht jemanden zerstören. Die Menschen aus Russland sind im Gegensatz zu mir einer realen Bedrohung ausgesetzt. Es war nicht klar, wie sich die Situation in Russland weiterentwickeln wird. Es bestand die Gefahr, in die Armee eingezogen zu werden. Ich will verstehen, warum russische Kriegsgegner in die Schweiz gekommen sind, weswegen es für sie schwierig ist, Schutz und ein neues Zuhause in der Schweiz zu finden. Ekaterina Sinica ist Ärztin und hat Russland im April 2022 verlassen. Von Beginn des Krieges an war klar, dass etwas nicht stimmt. Ich gelangte zur Erkenntnis, dass ich aus Russland ausreisen musste, ohne zu wissen, was mich erwartet. Dass es für immer sein könnte, habe ich damals nicht geglaubt. Ich begleite Jekaterina Sinica unterwegs in ihr neues, temporäres Zuhause in Fribourg. Es ist ein Gefühl, als hättest du die eine Welt verlassen. Diese neue Welt hat dich noch nicht aufgenommen. Es ist, als ob du irgendwo stecken geblieben wärst. In der Schweiz angekommen ist Jekaterina Sinica noch nicht. Der historische Koffer. Mit diesem Koffer ist sie aus Russland ausgereist. Es hat sich so ergeben, dass ich hier drin meine Dokumente aufbewahre. Auch die Unterlagen zu meinem Asylverfahren. Sie zeigt mir, was ihr die Schweizer Behörden im August 2022 geschrieben haben. Hier sind ein Teil der Unterlagen. Dieses Dokument ist das Wichtigste. Es ist der Negativentscheid auf den Asylantrag. Hier in diesem Absatz steht der Entscheid. Ihr Antrag auf Asyl ist abgelehnt worden. Sie müssen die Schweiz verlassen. Wie war das für Sie? Für mich war das grauenhaft. Ich habe das nicht erwartet. Mir schien es klar, dass die Gefahr für alle offensichtlich ist. Auch als Frau könnte sie in Russland in den Krieg eingezogen werden, denn sie ist Ärztin. Alle Ärztinnen und Ärzte müssen der Armee zur Verfügung stehen. So verlangt es das Gesetz. Viele meiner Kollegen unterstützten die sogenannte Militäraktion. Im Spital, in dem ich arbeitete, wurden bereits Brigaden für die Front gebildet. Dass Sam sagt, Asylgesuche von Russinnen und Russen, die glaubhaft geltend machen, dass ihnen ein Kriegsdienst bei einer Rückkehr nach Russland droht, werden zurzeit nicht entschieden. Aus Sicht der Schweizer Behörden ist die Gefahr für sie hypothetisch, dass sie bisher keinen Marschbefehl erhalten hat. Ich kann die Angst von ihr, vor dem russischen Staat, nachvollziehen. Ich habe selbst Willkür und Repression in Russland erlebt. Jekaterina Sinica hat sich in Russland nicht getraut zu demonstrieren. In der Schweiz angekommen,
nahm sie an Demonstrationen teil. Putin ist ein Killer! Als ich in die Schweiz kam, war ich euphorisch. Eine Demokratie. Hier kannst du deine Meinung sagen. Hier kannst du demonstrieren. Mein Motiv ist meine Ablehnung des Krieges. Daran hat sich nichts verändert. Bei einer Ausschaffung nach Russland würde mir sicher ein Verfahren drohen. Sie könnte ich heute wegen allem anklagen. Sie hat Beschwerde gegen den Asylentscheid eingereicht. Seit 1,5 Jahren wartet sie nun auf den definitiven Entscheid. Mein Französischlehrer sagt, wenn etwas schwierig ist zu erklären und er keine Worte mehr findet, das sage ich mir selbst jetzt auch. Am Dorfrand von Dottikon im Kanton Aargau steht diese Asylunterkunft. Das neue, temporäre Zuhause von Alexander Euler. Er hat Russland im September 2022 verlassen, nachdem die Mobilisierung der Armee ausgerufen wurde. Seit November 2023 lebt er nun hier. Der Ökonom hat Schweizer Wurzeln. Alexander Euler zeigt mir in der Asylunterkunft seinen Schlafplatz. Добро пожаловать. Herzlich willkommen. Das ist mein Raum. Und wie ist es für Sie hier? Ja, es ist schon besser als war in meiner letzten Unterkunft. Das war Bunker. So, es ist schon viel besser. Auch er hat Post bekommen von den Schweizer Behörden. Auch sein Antrag wurde abgelehnt. Die Gefahr, in den Krieg eingezogen zu werden, sei für ihn nicht größer als für andere Russen. Und Sie haben sofort verstanden? Nein, natürlich, ich spreche gar nicht Französisch. So, ich verstehe nicht, was hier steht, nur mit Google Translator. Das Staatssekretariat für Migration äußert sich nicht zu laufenden Asylverfahren. Zur allgemeinen Situation für Kriegsdienstverweigerer aus Russland schreibt die Behörde: Die Verfolgung von Wehrdienstverweigerern ist grundsätzlich flüchtlingsrechtlich nicht relevant. Das SEM ist sich der schwierigen Situation von Kriegsdienstverweigerern in Russland bewusst. Die Verhältnismäßigkeit einer allfällig drohenden Strafe in Russland lässt sich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilen. Er hat Rekurs eingelegt und wartet nun auf den definitiven Asylentscheid. Und arbeiten können Sie nicht oder ist es schwierig, eine Bewilligung zu bekommen? Wie ist das? Mit Status N, wir können arbeiten. Aber das ist sehr schwer, mit N eine Arbeit zu finden, weil okay, jeden Tag du kannst eine negative Antwort bekommen und Deportation. Und natürlich viele Arbeitgeber möchten nicht. Für ihn ist es schwierig, sich in seinem neuen Leben zurechtzufinden. Darüber zu sprechen, fällt ihm auf Russisch leichter. Ich hatte früher alles. Eine Wohnung, ein Auto, ein Motorrad. Hier habe ich nichts. Das Schwierigste ist, dass wir schlicht nichts zu tun haben. Du bist als Mensch noch voll auf der Höhe. Und du kannst nichts machen den ganzen Tag. Du fängst an, darunter zu leiden. Kurz gesagt, du verdummst. Nachdem Alexander Euler Russland verlassen hat, bekamen seine Eltern Post von der russischen Armee. Darin wird er aufgefordert, sich im Rekrutierungszentrum zu melden. Laut russischen Gesetzen kein Marschbefehl. Aber die letzten 2 Jahre haben gezeigt, betritt ein Mann ein russisches Rekrutierungszentrum, landet er mit großer Wahrscheinlichkeit an der Front. Alexander Euler sucht nach weiteren Wegen, um in der Schweiz bleiben zu können. Dazu will er versuchen, in einem Bürgerrechtsverfahren seine Schweizer Wurzeln geltend zu machen. Alexander Euler ist ein Nachfahre von Leonhard Euler, dem weltberühmten Schweizer Mathematiker. Nach ihm sind 2 mathematische Konstanten, ein Mondkrater und ein Asteroid benannt,
Im 18. Jahrhundert wanderte er aus der Schweiz für seine Forschung nach Russland aus. Alexander Euler sucht nun einen Weg, nicht nach Russland zurückkehren zu müssen. Wie er genau vorgehen will, weiß er noch nicht. Artur Grigoriev hat Russland im Mai 2022 verlassen. Er lebt heute in Zürich. Auch er hatte Angst vor einer Mobilisierung in die russische Armee. Er hat sich in Zürich an der ETH beworben. Artur Grigoriev schreibt hier seine Doktorarbeit in Informatik. Für mich als jemand, der in der IT-Branche tätig ist, war es einfacher auszureisen. Ich habe eine gute Ausbildung. Ich hatte keine großen Probleme, auszureisen und Arbeit zu finden. Aber für viele Leute ist das überhaupt nicht der Fall. Er forscht zu computeranimierten Figuren, wie sie beispielsweise für Computerspiele entworfen werden. Ich schreibe einen Algorithmus, damit der Computer versteht, wie sich Stoffe während des Tragens bewegen, welche Teile der Kleidung sich auf der Innen- und welche sich auf der Außenseite befinden. Mit einem Modell soll die Bewegung von Stoffen animiert werden. Es ist eine schwierige Aufgabe. Für seine Arbeit braucht er keine der Landessprachen. Deutsch, also Sprachen allgemein zu lernen, mag ich sehr. Was nicht bedeutet, dass ich viele Sprachen spreche, aber es macht mir Spaß. Jetzt fehlt mir einfach die Zeit dazu. Neben dem Schreiben an seiner eigenen Doktorarbeit kümmert er sich auch um Studenten an der ETH. Wo keine Zahlen und Algorithmen gefragt sind, kann er sich auf Englisch verständigen. Diesen beiden Masterstudenten aus China hilft er bei einem Artikel für eine Fachpublikation. Für Leute, die ihre Doktorarbeit schreiben, gibt es in der Schweiz die höchsten Gehälter weltweit. Der Unterschied, wie gut du dir ein komfortables Leben leisten kannst als Doktorand, ist riesig. Artur Grigoriev will wegen der Willkür des Staates nicht nach Russland zurückkehren. Ich kann nicht mehr zurückkehren, denn die russischen Behörden lassen mich nicht mehr als Journalistin einreisen. Seit 19 Monaten warte ich auf eine Antwort aus dem russischen Außenministerium. Ich wollte Sie fragen, ob es Neuigkeiten gibt, warum ich keine Akkreditierung erhalte. Ich kann Ihnen keine Antwort geben. Ihr Antrag ist in Bearbeitung. Ich bin abhängig von den russischen Behörden. Es gibt keine Transparenz, keine Auskunft, keine Gesetze, auf welche ich mich berufen kann. Mir ist, als würde in Europa eine neue Mauer stehen. Unüberwindbar. Viktor hat Russland im März 2022 verlassen, ohne einen Plan zu haben, wie es mit ihm weitergeht. Viktor ist Kameramann und hat mit mir in Russland zusammengearbeitet. Wir sind zusammen für Reportagen weit gereist. Die Arbeit schweißt zusammen. In Russland untersteht auch Viktor der Wehrpflicht. Er reiste deswegen keine zwei Wochen nach Kriegsbeginn aus Russland aus. Ich hatte ein absolutes Chaos im Kopf. Es war schwer zu verstehen, was eigentlich geschah. Meine Familie hatte Angst, dass ich bei der Ausrufung des Kriegszustandes in die Armee eingezogen werden könnte. Er ist für ein paar Tage in der Schweiz. In Maikirch, in der Nähe von Bern, ist er zu Besuch bei einem Freund. Er macht sich bereit für einen Dreh am Nachmittag. Wo sich die Gelegenheit bietet, sucht Viktor Arbeit. Wie fühlst du dich vor dem Dreh? Hier filme ich keine Nachrichten. In Russland habe ich vor allem Nachrichten gefilmt. Das färbt darauf ab, wie du filmst. Heute Nachmittag filme ich für ein Projekt, mehr im dokumentarischen Stil. Das ist einfacher. Viktor und Berno sind befreundet. Heute hilft Viktor Hobbyfilmer Berno bei Aufnahmen und Berno übernimmt die Kommunikation. Sie drehen einen Film für die Gemeinde Aarberg.
Das ist jetzt nicht perfekt aufgeräumt, ja nicht. Darf es ein bisschen lebendig sein, ich bin noch gestochen. Victor ist sich Arbeit unter deutlich schwierigeren Bedingungen gewohnt. Schau, wir können hier eine Totale filmen, wo alles zu sehen ist. Die vier Stühle. 1, 2, 3, 4. Wir haben uns in Russland kennengelernt, an einem Schweizer Musikfestival. Wir sind in Kontakt geblieben. Er hat auch eine Zeit lang in Russland gelebt. Seit Viktor Russland verlassen hat, fühlt er sich wie ein Nomade. Solange ich keinen langfristigen Aufenthaltsstatus habe, kann ich nirgendwo einen festen Job finden. Aber ich muss arbeiten. Deswegen packe ich jede Gelegenheit beim Schopf, um wenigstens ein klein wenig Geld zu verdienen. Viktor ist einer von 900.000 Menschen, die Russland seit Kriegsbeginn verlassen haben. Ich reiste an verschiedene Orte, um zu arbeiten. Zuerst war ich in Polen, jetzt bin ich in Prag. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Vielleicht werden wir wieder umziehen. Ich schicke meinen Lebenslauf an verschiedene Firmen. Danke. Um in der Schweiz auf dem Arbeitsmarkt Chancen zu haben, fehlt es ihm an Sprachkenntnissen. Die Arbeit als Kameramann fordert von dir, dass du mit den Leuten kommunizieren kannst. Als Kameramann musst du mit dem Regisseur, mit dem Kamerateam interagieren können. Und obwohl ich Erfahrung habe, meine Deutsch ist nicht sehr gut, aber ich lerne Deutsch. Hey, danke schön. Jedes Mal, wenn Viktor in der Schweiz zu Besuch ist, geht er hier in diese Zeltsauna. Für Viktor ist die Sauna ein Ort der Zuflucht in der Ferne. Viktor hat mich in die Sauna in Maikirch eingeladen. Für ihn ist die Sauna ein Tunnel in die eigene Vergangenheit. Es ist eine tiefe Verbindung mit meiner Heimat. Es hilft mir dabei, nicht in eine Depression zu fallen. Wie es für ihn sein muss, seine Heimat zu verlieren, kann ich nur erahnen. Für mich war Russland immer nur eine Station in meinem Leben, aber nie meine Heimat. Ich bin sehr nostalgisch. Die Sauna ist wie ein Licht im Dunkeln. Während ich für 1,5 bis 2 Stunden in der Sauna schwitze, fühle ich mich so, als wäre ich in meinem Dorf in Russland. So sehr ich nach Hause fahren möchte, sehe ich im Moment keine Möglichkeit für mich. Wenige Monate nach Kriegsausbruch konnte ich Viktor mit einem Visum unterstützen. In der Schweiz niederlassen kann er sich damit nicht. Vor kurzem hat er eine Aufenthaltsgenehmigung in Polen erhalten. Eine Ausschaffung nach Russland droht ihm nicht. Ich bin wieder zurück bei Jekaterina Sinica. Sie geht mehrmals in der Woche in den Sprachunterricht. In Fribourg bietet ein Verein Französischunterricht für Migranten, Asylbewerber und Geflüchtete an. Mit Jekaterina Sinica lernen hier auch mehrere Frauen aus der Ukraine Französisch. Die Ukrainerinnen im Kurs sprechen dieselbe Muttersprache wie sie, Russisch. Donc, chez nous pour préparer nos devoirs de français. In der Pause haben sie Zeit für private Gespräche. Die Russin hat sich mit den Ukrainerinnen im Kurs angefreundet. Ich verstehe eigentlich ganz gut Ukrainisch. Warst du einmal in der Westukraine, Lviv? Ich war noch nie in Lviv. Ihre Herkunft war ihr zu Beginn unangenehm.
Woher ich komme, das habe ich am Anfang versucht, nicht zu sagen. Wozu die Leute zusätzlich traumatisieren? Der Hintergrund der Leute ist dir unbekannt. Es könnte sein, dass jemand Verwandte hat, die getötet worden sind. Wir sollten tolerant und vernünftig sein, umso mehr, da sie die Ukraine unterstützt. Für Geflüchtete aus der Ukraine gibt es einen Sonderasylstatus. Ich stelle fest, dass es im Unterschied dazu für Menschen aus Russland gemäß heutiger Praxis hohe Hürden gibt, Schutz in der Schweiz zu finden. Am Wochenende zu Hause bei Artur Grigoriev. Er informiert sich in unabhängigen Medien über die neuesten Entwicklungen in Russland. Sieben Jahre muss eine Frau ins Gefängnis, weil sie Sticker gegen den Krieg aufklebte. Was ist Ihre Reaktion darauf? Schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Der russischen Justiz bleibt bald nichts mehr, als Frauen auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Es geht darum, alle anderen im Land einzuschüchtern. Entweder ihr geht ins Gefängnis oder ihr haut ab. Was für Gefühle lösen die Nachrichten aus Russland in Ihnen aus? Die Nachrichten aus Russland sind traurig und grauenhaft. Aber ich versuche, mich diesen Gefühlen nicht hinzugeben und nicht in Panik zu verfallen. Wer sich in Russland gegen den Krieg äußert, muss in Kauf nehmen, dafür ins Gefängnis zu kommen. Alle unabhängigen Medien mussten das Land verlassen. Er wohnt in einer Einzimmerwohnung. Er ist allein aus Russland ausgereist. Ein Teil meiner Verwandtschaft ist noch in Russland. Viele Freunde sind noch in Russland. Deswegen könnte es durchaus sein, dass ich einmal in Zukunft nach Russland zurückkehren muss. Ich werde mich darum auch hier, im Interview, nur vorsichtig äußern zu allen Themen, die eine Strafverfolgung in Russland zur Folge haben könnten. Er hat sich in Russland für die liberale Opposition engagiert. Seine politische Haltung bringt ihn in Gefahr. Ich schreibe in den sozialen Medien offen über meine oppositionelle Haltung. Es kann gut sein, dass jemand, der meine Texte in den sozialen Medien liest, mich als Regimegegner einstuft und mich deswegen bei der Polizei denunziert. Solange ich nicht muss, versuche ich deshalb nicht nach Russland zurückzukehren. Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass in Russland eine Demokratie herrscht und ich dorthin zurückkehren und als Forscher arbeiten kann. Sehr viele intelligente Leute haben Russland verlassen. Es wird sehr schwierig werden, selbst wenn es einen Regimewechsel geben sollte, die Menschen davon zu überzeugen, nach Russland zurückzukehren und etwas aufzubauen. In seinem neuen Zuhause in Zürich unter Menschen zu kommen, fällt ihm schwer. Ich begleite ihn am Samstagabend in ein Restaurant. Ich bin nicht sehr gut darin, in Kontakt zu kommen, neue Freunde zu finden. Aber ich arbeite im Moment daran. An einem Konzert einer russischen Sängerin findet er Gleichgesinnte. Die Sängerin hat wie er Russland nach Kriegsausbruch verlassen und kritisiert den Angriff öffentlich. Nein zum Krieg! Voraussichtlich in einem Jahr wird er die Schweiz wieder verlassen, weil er eine akademische Karriere verfolgen will. Wenn ich nach Abschluss meiner Doktorarbeit an der ETH hier bleibe, dann habe ich schlechtere Chancen, später Professor zu werden. Es gilt als wichtig, an möglichst vielen Orten Erfahrungen zu sammeln.
Ich bin wieder bei Alexander Euler. Er nimmt mich mit an einen Ort in der Schweiz, mit dem ihn viel verbindet. Ja, es ist wie zu Hause. Das ist meine zweite Heimat, oder wie heißt es auf Deutsch? Seine Vorfahren haben hier in Rien bei Basel gelebt. Auch mehrere hundert Jahre später sind hier Spuren der Familie zu finden. Können Sie uns vorlesen, was hier über Ihren Vorfahren geschrieben steht? Ja, Leonhard Euler war Mathematiker, Physiker, Ingenieur, Astronom und Philosoph. Verbrachte in Rien seine Jugendjahre. Er war ein großer Gelehrter und ein gütiger Mensch. Jetzt, wenn ich komme hier als Asylant und sie geben für mich negativ, es ist natürlich sehr traurig für mich. Leonhard Euler ist vor 300 Jahren aus der Schweiz nach Russland ausgewandert. Obwohl der Mathematiker nie nach Basel zurückgekehrt ist, hat er das Bürgerrecht für sich und seine Kinder behalten. Alexander Euler sucht nach Unterlagen im Staatsarchiv der Stadt Basel. Er ist nicht der erste der Familie, der um den Aufenthalt in der Schweiz kämpft. Verwandte von ihm sind mehr als 100 Jahre vor ihm aus Russland geflüchtet. Dank der Abstimmung von Leonhard Euler haben sie ihr Bürgerrecht wiedererhalten. Ob ihm dies auch gelingen wird? Er muss auch hier wahrscheinlich mit einem langwierigen Verfahren rechnen. Er fährt regelmäßig am Wochenende auf Besuch zu Verwandten. Zu seinem Schweizer Verwandten Peter Euler pflegte er seit Jahren den Kontakt. Heute ist nicht das schönste Wetter. Ja, aber okay. Und Schnee haben wir auch keinen, aber dafür ist es schön warm. Die Weihnachtstage verbringt er hier bei Verwandten am Genfersee. Wegen seinem hängigen Asylverfahren kann er hier nicht wohnen. Hallo. Salute, Alexander. Salut. Ça va? Ça va, ça va. Voilà. Das ist Schokolade für deine Mutter. Okay, sie schickt danke. Uns immer russische Schokolade. So. Und jetzt ein kleines bisschen zurück. Als Alexander Euler in die Schweiz kam, hat er zuerst hier gelebt. Er hat viele Bewerbungen geschrieben und es hat sich dann nichts weiteres ergeben. Und dann musste man sagen, so, jetzt ist Asyl, steht jetzt an. Du musst Asyl beantragen, sonst bist du illegal in der Schweiz. Und das war dann so ein bisschen, ah, jetzt muss man das doch machen. Er ist hat ganz anders ausgesehen, als er gekommen ist. Da war er so ein Junge, sorglos, denkt nicht viel, die Welt ist schön. Und das hat sich ein bisschen geändert. Das Asylverfahren habe ihm zugesetzt, meint Beatrice Euler. Sie unterstützen ihn, wo immer möglich. Auch die Vorfahren von Peter Euler sind aus Russland geflohen und haben vor 80 Jahren das Bürgerrecht in der Schweiz wiedererhalten. Die Verwandtschaft von Peter und Alexander liegt weit zurück. Peter Euler zeigt mir den Stammbaum der Familie. Wir sind da verbunden zu Leonhard Euler und er ist verbunden von Christopher, Alexander, Alexander, Dimitri und ich. Und Alexander. Ich denke, der muss in der Schweiz bleiben, da gibt es gar nichts anderes. Weil er ist ein Euler und letztlich ist der Leonhard Euler nicht irgendjemand. Der hat der Schweiz auch viel Ruhm gebracht. Alexander Euler will die Wiedereinbürgerung beantragen und gegen den negativen Asylentscheid hat er Rekurs eingelegt. Bei unserem ersten Gespräch wirkt Alexander Euler verzweifelt. Jetzt wirkt er gefasster. Unabhängig vom definitiven Asylentscheid, in den Krieg ziehen will er nicht. Ob ich komme wieder zurück nach Russland, ich gehe nicht nach russischer Armee, besser Gefängnis als Krieg.
Ekaterina Sinica hat in Fribourg erste Freundschaften geschlossen. Mit Marie Wenka ist sie regelmäßig in der Stadt unterwegs. Um den Schweizer Führerschein zu bekommen, hat Ekaterina Sinica im letzten Sommer mit ihr das Fahren geübt. Fahrstunden mit Marie Wenka sind ihr in Erinnerung geblieben. Ich habe jedes Mal so heiß bekommen, als würde ich Sport machen. Ich bin oder ich habe geschwitzt. Marie Wenka ist Schriftstellerin von Beruf. In ihrer Freizeit engagiert sie sich für Geflüchtete und hat so auch Ekaterina Sinica kennengelernt. Sie kennen viele Geflüchtete, aber Ekaterina Sinica ist speziell für sie. Warum? Sie ist speziell für mich, weil sie versucht, nicht vom Schweizer System abhängig zu sein. Alles, was sie macht, um ein Dossier zu haben, welches ihren Integrationswillen zeigt. Alle Anstrengungen, die sie unternimmt, um die Sprache zu lernen. Die Sprache ist schwierig. Ekaterina Sinica versucht in Fribourg anzukommen. Hallo. Auch wenn sie noch nicht weiß, ob sie hier bleiben kann. Sie musste sich Medikamente gegen Depressionen verschreiben lassen. Die Belastung wurde zu groß. Dieses Warten ist unerträglich. Aber ich weiß nicht, was besser ist. Dieses Warten, oder? Ich habe Angst, noch einmal eine Ablehnung zu erhalten. Was würde ein zweiter Negativentscheid bedeuten? Die Ausschaffung. Offiziell wurden Ausschaffungen nach Russland seit Ausbruch des Angriffskrieges nicht gestoppt. Ich kann ihr ihre Angst nicht nehmen. Russische Kriegsgegnerinnen wie sie finden bis jetzt kein neues Zuhause in der Schweiz.